Willkommen zurück zu Germany's Next Topmodel Deluxe Edition. Beim letzten Mal hatten wir Make-up und ich glaube auch Foto. Den Rest glaube ich nicht. Oh, doch, hatten wir auch. Ist ja auch egal. Heute dürfen wir in die Bibliothek mal wieder und unser Wissen unter Beweis stellen. Also beginnen wir mal den Tag. Gucken wir mal, was daraus wird. Schlimmer als schlimm kann es ja nicht werden. So. Geht das jetzt mal, bitte? Heute noch, wenn es geht? Muss ich jetzt Pfeiltasten benutzen? Achso. Heute könnt ihr die Sperre für die Kleider der Designatelier aufheben. Langer Stufenrock, lange Wickelbluse und Stricktop mit kurzen Kragen. Oh mein Gott, die muss unbedingt gewinnen. Nicht. Okay, kann ich mich jetzt bewegen irgendwie? Pfeiltaste? Ach ja, Pfeiltaste war das. Okay, dann sag mir doch mal, wie war das jetzt mit dem Interagieren und so? Leertaste, Enter, Steuerung, Alt, Shift, keine Ahnung. Wie kann ich denn hier mit dem Typen interagieren? Ah! Jetzt ist da so ein Schildchen. Muss ich jetzt Leertaste? Ah, jetzt Leertaste, okay. Seid ihr bereit? Beim nächsten Test stelle ich euch diese vier Fragen. Welchen Wert hat Baumwolle heute? Wann und von wem wurde zum ersten Mal Baumwolle verwendet? Welches Volk stellte als erstes Seide her? Welche Kunstfaser glänzt genauso wie Seide? Also brauchen Informationen über Seide und über Baumwolle. Okay. Welchen Wert? Wer und wem? Ja, okay. Okay. Nein, noch nicht. Noch nicht. So, ich möchte da drauf. Da drauf. Habe ich es jetzt? Fortsetzen? So, okay. Also die Steuerung ist nach wie vor ein bisschen ungewohnt, wenn man das so eine Woche lang nicht spielt. Wir gucken jetzt mal Stoffe. Da war es doch. Da. Leertaste. Wolle. Nee, Baumwolle hatten wir, ne? Der Begriff Baumwolle. Ja, was habe ich Cotton. Cotton. Pflanzenfaser, die aus Baumwolle hergestellt wird. Die Ägypter bereits 12 Jahrhunderte vor unserem Zeitalter benutzt haben. Interessant. Aha. Als ein heute verstärkten Kunstfasern die Baumwolle, die als ein üblicher und preiswerter Stoff angesehen wird. Okay. Aha. Also wann und von wem, ne? Bereits 12 Jahrhunderte vor unserem Zeitalter. Ah ja. Okay, dann Seide. Von Seide brauchen wir was so ähnlich ist wie das, ne? Aha. Bisschen gucken hier. Wo, wie, was? Oh, ich brauche noch mal die Fragen hier. Warte mal. Der mir sowas auch nie merken kann. So. Steuerung hier mit der Maus ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier so. So. Wann und von wem wurde erst... ja, Ägypter vor 1200.000 Jahren. Welchen Wert hat Baumwolle heute? Es ist preisgünstig. Welches Volk stellt er als erste Seite her und welche Kunstfaser glänzt so wie Seite? Okay. Dann gehen wir mal wieder dahin zurück. Zu den Stoffen hier. Kann ich da eigentlich auch rennen? Ja, ne? Rennen war auch irgendwie möglich. Die Frage ist nur... Ah, mit rechter Maustaste. So wie in Fable. So. Umdrehen. Seide. Ich habe schon wieder Fragen vergessen. Also, was glänzt so wie das? Und... Aha. Ein Fahrenleiter, was? Ja, das ist irgendwie nicht so das, was ich unbedingt will. Aha. Kunstfaser vielleicht. Ist Kunstfaser so wie Seide? Glänzend wie Seide, da steht es ja. Gut. Was brauchen wir noch wegen Seide? Ah. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis heute. Es ist einfach nur furchtbar. Okay. Dann gucken wir nochmal, was die andere Dings ist. Laufen. So. Und Leertaste. Welches Volk? Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Na los, lauf. Lauf. Lauf in die richtige Richtung. So. Seide. Von wem? Chinesische Volk. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Na, läufst du wohl? Danke. Ah, oh, Steuerung. Machst du jetzt mal bitte? Genau. Ja, ich bin bereit. Gucken wir mal, was daraus wird. Fortsetzen. So. Welchen Wert hat Baumwolle heute?
Ein seltener und äußerst luxuriöser Stoff ist ein recht benutzter und teurer Stoff. Ein gewöhnlicher und billiger Stoff. Richtige Antwort. Ja, warum, wenn es denn so billig ist, warum wird dann so viel aus PET-Flaschen hergestellt? Wann und von wem wurde von Ägyptern 12.000 vor Christus? Ja, kommt hin. Richtige Antwort. Yay! Welches Volk stellt als erstes Seite her? Der chinesische Volk. Richtige Antwort. Wow! Welche Kunstfaser? Hat er nicht geschrieben, welches. Welcher Stoff glänzt so wie Seide? Oh. Polyester oder Nylon? Nylon vielleicht? Richtige Antwort. Woohoo! Oh mein Gott, ich bin so gut. Bravo! Ihr habt den Test erfolgreich bestanden. Folgende Elemente. Ja, das weiß ich doch. Woohoo! Okay. Haben wir wieder was geschafft. So, dritte Woche. Foto. Oh nein. Das kann ja nur in die Hose gehen. Aber es wird schon. Kriegen wir schon irgendwie hin, hoffe ich. Mal gucken. Oh je, oh je, oh je. Na, wird das heute noch was? Danke. So. Wir brauchen erstmal ein Setting. Wir können das nehmen, wir können das nehmen, wir können das nehmen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das können wir mal nehmen. Machen wir mal Sepia. Und dann gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier gleich Foto mache, warte. Nee, das klappt irgendwie so nicht. Macht irgendwie kein gutes Foto. Wenn ich jetzt hier normales Bild mache und dann hoch kann vielleicht. So vielleicht. Nein, Bildeinstellung ist nicht okay. Wieso ist denn die Bildeinstellung nicht okay? Ja, okay, so ist das in Ordnung. So. Nein, so ist die Bildeinstellung nicht okay. Gut. Machen wir jetzt mal ein anderes Bild. Machen wir mal Sepia-Look hier und dann machen wir das hier. Na? Das ist schon kein Sepia mehr, das ist einfach nur dunkel. Machen wir es mal von der anderen Seite hier. Wir müssen halt ein bisschen darauf achten, dass die Umgebung hier nicht so stark fotografiert wird. Nein? Okay. Sepia mögen die nicht. Gut. Schwarz-Weiß. Ja, komm, Schwarz-Weiß machen wir mal. Wir könnten auch... Was hat das eigentlich mit dem Foto da oben auf sich? Müssen wir da so einen Gesichtsausdruck hinkriegen oder wie oder was? Hier haben wir doch noch sowas, hier im Dschungel. Den hatten wir schon mal, ne? Wir machen mal eine Wüste. So. Nee, nicht das, sondern... Dann machen wir jetzt Sättigung hier. So. Nein, da gefällt ihm die Bildeinstellung auch nicht. Ah, okay. Ich glaube es zu verstehen. Wir müssen warten, bis die Pose auf dem Gesicht da oben in etwa so hinkommt. Okay, langsam verstehe ich das Fotoshooting. Yay! Okay. Interessant zu wissen, dass ich das auch erst jetzt merke. So, dann mach mal hier richtige Pose. Mach Hände an die Hüfte. Hände an die Hüfte. Wo ist die Hüfte? Wo ist die Hüfte? Nein, nicht so, aber fast. Ja, das ist schon besser. Ja, das hat doch Punkte gegeben. Yay, okay. Also ich habe jetzt endlich mal das Fotoshooting verstanden. Wow. Okay, speichern wir einfach mal so. Wird schon. Jetzt hat es sich gerade aufgehangen. Das ist ja herrlich. Herrlich. Achso, okay. So, achso, da oben muss ich hin. Gut. 4 Tokens. 9 von 20 Punkte erzielt. Woohoo. Also ich steige mich wirklich. Wird auch mal Zeit, dass ich hier das Foto schon verstehe. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Steve Anderson, der junge, gut aussehende Filmschauspieler, kommt uns heute in der Akademie besuchen. Es ist das erste Mal, dass ich einen solchen Star treffe. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe richtiges Lampenfieber. Wer kommt?
Steve, ich freue mich so, Sie hier zu sehen. Wie geht es Ihnen? Ist ja eine Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Lassen Sie sich ansehen, Sie sehen toll aus. Vielen Dank für das Kompliment, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Und ich freue mich auch, Sie mal wiederzusehen. Aber wollen Sie mich der jungen Dame hier denn nicht vorstellen? Mit wem habe ich die? Oh, mein Name ist Stella, Herr Anderson. Herr Anderson? Ach, bitte sag doch einfach Steve zu mir. Immerhin sind wir ja fast gleichaltrig, oder? Aber nur fast. Mein Gott, Steve, sind Sie verletzt? Stella, stehen Sie doch nicht wie angewurzelt da. Tun Sie etwas. Gehen Sie ins Haus und holen Sie den Erste-Hilfe-Kasten, schnell. Da wird ja, er einfach mit Stein beworfen. Ich glaube, es hackt. Das geht doch nicht. Ich muss unbedingt so schnell wie möglich diesen Arzneischrank finden. Was soll der sein? Okay, gut. Dann laufen wir jetzt mal da. Na, ins... Wo ist das Haus? Genau, da ist das Haus. So, Halle öffnen. Ah, die bleiben da jetzt einfach mal stehen und sowas. Genau. So. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal hier einen Arzneischrank finden. Ist ja toll. Hey, kannst du mir sagen, wo ein Arzneischrank Sandy, ist? Sandy, du bist hier. Nur kurz, Steve ist verletzt. Weißt du, wo ich den Arzneischrank finde? Klar, er ist im Badezimmer. Ganz am Ende des Schlafsaals, im zweiten Stock. Okay. Danke. Nichts zu danken. Gut, dann suchen wir jetzt das Ganze hier nochmal. Warte mal. So. Ich versuche jetzt mal, mich nicht mit der Maus zu lenken, sondern mit WASD, beziehungsweise Pfeiltasten hier ist das ja. Zweiter Stock. Muss ich hin. So. Achso, keine Fahrstuhlmusik, schade. So, dann lauf mal bis ans Ende des Flurs. Da ist dann irgendwo ein Badezimmer. Ich hoffe, das ist ein Badezimmer. Das ist irgendwie viel zu groß für ein Badezimmer. Design. Fast das gleiche. Gut. Gucken wir mal hier. Was ist hier? Schlafsaal. Was haben wir hier? Foto. Oder war es am Ende des Schlafsaals? Warte mal, wir gehen mal zum Schlafsaal. Wir müssen doch den armen Steve helfen. Er hat einen Stein an den Kopf bekommen. Schweinerei. So. Nee, das sieht mir alles nur nach Schränken aus. Nicht nach einem Schlafsaal. Beziehungsweise nach Badezimmer. Ach da. Da ist noch eine Tür. Und da kommt Zombies. Badezimmer. Zombies. Zombie-Models. Yeah. Oder auch nicht. Okay. So, wo ist der Arzneischrank? Ist das hier irgendwo? Also ich würde das hier hin tun. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen anders als andere. Ah, da ist ein Arzneischrank mit einem großen roten Plutz. Oh nein, der Arzneischrank ist abgeschlossen. Oh nein. Wie kann man nur einen Arzneischrank abschließen? Ich muss unbedingt den Schlüssel finden. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der ist. Oh. Ehrlich, was schließt auch sowas ab? Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Wer kann uns sagen, wo der Schlüssel ist? Wer kann es uns sagen? Also ich nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. So, gehen wir mal hier zurück. Gucken wir mal, ob in einem der anderen Räume jemand ist. Ach, guck mal, wer steht denn Martin, da auf einmal? Steve hat sich im Gesicht verletzt und ich finde den Schlüssel für den Arzneischrank nicht. Weißt du, wo er ist? Ach Gottchen, hat sich unser Filmstar womöglich das Gesicht ruiniert? Was für eine Tragödie. Es tut mir echt leid. Ich denke, so wie ihm das Geld aus den Taschen quillt, kann er sich selbst ein paar Pflästerchen in der Apotheke um die Ecke kaufen, oder? Ah, vielleicht fehlt ihm aber der rote Teppich bis zur Apotheke und er kann nicht selbst hingehen. Kann dir mal jemand verkloppen? Ich habe keine Zeit zu verlieren, Martin. Und du hast mir immer noch nicht geantwortet. Tut mir leid, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, cool. Ich sehe, man kann wirklich auf seine Kameraden zählen. Egoist. Genau. Voll der Egoist. Ey, Martin, geh mir mal aus dem Weg. Ich will da durch die Tür und so. So, Foto. Ist Diese da jemand Tür drin? Ist verschlossen. Ich muss... Ja. Anderen Weg finden, wie immer. So, dann gehen wir halt zum Designraum oder was das da hinten war. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Diese Tür ist auch verschlossen, okay. Hat die Schuldirektorin hier alles abgeschlossen, damit ich hier nirgendwo reingehe und so? Aha. Gut, gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Die rennt ja schon, ne? Und das ist ja so schnell, wie die rennt. Wow.
Ich bin vollkommen fasziniert, wie schnell sie doch rennen kann. So. Pass auf, das geht. Das ist Rennen. So renne ich auch immer. Make-up ist verschlossen, natürlich. Wie sollte dem auch sonst sein? Was haben wir hier? Bibliothek. Na? Achso, falsche Taste. Ah, Bibliothek geht. So, ist hier jemand drin? Hallöle. Jemand zu Hause? Hier kann ich nicht hin. Nee, ich kann da nicht um die ganzen... Ach, da steht ja jemand. Gehen wir da nochmal hin? Hallöle. 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 Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo sich der Schlüssel für den Arzneischrank befindet? Nein, tut mir leid. Aber ich weiß, wer ihn gerne verlegt. Ihre Freundin Sandy. Fragen Sie sie. Bestimmt weiß sie, wo er ist. Vielen Dank. Sandy, war das jetzt die mit den pinken Haaren? Fragen über Fragen. Jetzt drehe ich mal in die richtige Richtung. So. Also nochmal ab ins Erdgeschoss. Und dann mal gucken. So. Das hätte mir ja auch gleich sagen können, dass er auch noch einen Schlüssel braucht und sowas. Aber nein. Voll die Bitch, ey. Sollte mal ein Bitch schleppen hier. So, jetzt lauf. Meine Güte, warte doch nicht immer, bis der schwarze Bildschirm komplett weg ist. So. Hallo, Sandy. Sandy, ein Notfall. Weißt du, wo ich den Schlüssel für den Arzneischrank finde? Ups, entschuldige. Ich glaube, ich habe vergessen, ihn wieder zurückzulegen. Es tut mir echt leid. Ich habe ihn bestimmt auf meinem Bett liegen gelassen. Ah. Ich beeile mich. Ernsthaft? In der Zeit wäre der Filmstar tatsächlich schon dreimal zur Apotheke und wieder zurückgegangen. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Diese Laufwege. So, ab ins Schlafsaal. Lauf, lauf. So, das war jetzt der Schlafsaal oder war das andere? Das Design. Ich werde hier niemals zurechtkommen. So. Ist hier aber rein? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, welches ist denn jetzt ihr Bett? Das wäre jetzt auch interessant zu erfahren. Da liegt doch was. Da liegt ein Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Nun muss ich nur noch den Arzneischrank öffnen. Halt durch, Steve. Ich komme. Laber nicht. Lauf. Er ist in Lebensgefahr. Hat einen Stein an den Kopf bekommen. Na los. Und dann ich sehe schon kommen, dann ist da gar kein Pflaster oder sowas drin. Ich sehe das wirklich schon so kommen. Na los, lauf. Lauf. So, das ist ja voll der Notfall hier. Also. Endlich. Keine weitere Minute verlieren. Ab zu Steve. Ja, dann laber doch nicht. Meine Güte. Oder laber, während du läufst. Das ist doch in Ordnung. Aber doch nicht, wenn ich dich nicht bewegen kann und sowas. Meine Güte. Dieses Spiel trotzt nur so vor Dämlichkeit in gewisser Weise. Ich meine, die haben versucht, etwas Abwechslung damit reinzubringen und sowas. Finde ich auch ganz nett. Aber das hätte man auch besser machen können. Finde ich. Aufzug. Erdgeschoss. Go. Gemacht, getan. Und jetzt wieder rausgehen. Na los. Na los. Lauf. Lauf schneller. Lauf. So, Straße. Straße öffnen wir. Natürlich. So, und jetzt auf zu Steve. Hallo, Frau Seidenfels. Ich will aber zu Steve hier. Nein. Nein, dreh dich mal. Ey, ich kriege nicht ins Target. Da. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Steve. Aber ich musste erst den Schlüssel für den Arzneischrank finden. Keine Ursache. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes getan haben. Wer kann nur so etwas getan haben? Martin vielleicht. Ich weiß, dass ich Fans habe, die zu allem fähig sind. Aber dass ich Gegenstände mitten ins Gesicht bekomme? Was mich im Moment beunruhigt ist, dass ich nicht wirklich davon überzeugt bin, dass man auf Sie gezielt hat. Außerdem, wieso sind die ganze Zeit nicht reingegangen, um einen weiteren Angriff irgendwie
zu vermeiden oder sowas. Also wirklich, Fragen über Fragen. Gut, ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, wo wir dann vielleicht weiter erfahren, was denn so passiert so in dieser Model-Wiki. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, tschüss.